So, wir haben uns jetzt von dem tollen Aussichtspunkt nach oben gekämpft und stehen jetzt hier vor der Grotte. Der Monte Conero ist die höchste Erhebung an der Adriaküste zwischen Venedig und Gargano und bietet uns heute eine tolle Wanderung auf einem 12,1 Kilometer langen Rundweg. Die Highlights sind die atemberaubenden Aussichtspunkte an der Steilküste, eine Grotte und eine schöne Einkehrmöglichkeit in Gipfelnähe. Das Ganze gepaart mit leicht anstrengenden 595 Höhenmetern. Aber beginnen wir in der Gesamtübersicht dieser reizvollen Gegend. Eingebettet zwischen den Küstenstädtchen Portonovo und im Süden Sirolo erhebt sich dieser Kreidefelsen an der Küste. Unsere Wanderung startet in Sirolo. Und wenn man sowieso hier ist, sollte man nicht verpassen, sich nach der Wanderung am schönen Strand von Nomana wieder zu erholen. In Sirolo gibt es ein paar gute Parkmöglichkeiten. Wir haben uns für den Parkplatz vorm Friedhof entschieden, von wo aus unsere Wanderung auch direkt beginnt. Hier nochmal die Gesamtstrecke mit Start und Gipfel in diesem Vorgebirge. Aber kommen wir zum Startpunkt zurück. Hier hat man ausreichend Parkmöglichkeiten, die zum Teil auch kostenlos sind. Wir sind früh unterwegs und im Juni kann es bei herrlichem Wetter auch schon mal ganz schön heiß werden. Am Anfang des Weges findet man eine Übersichtstafel der Region mit Wegenetz zum Wandern. Nur wenige hundert Meter vom Start an geht es auf diesem gut ausgebauten Versorgungsweg entlang. Dann wird der breite Weg immer mehr zum Pfad und es geht in moderater Steigung nach oben. Hier mal die kompakten Tourdaten. Es braucht nicht lange zu den ersten schönen Aussichten. Sehr schön. Das stimmt. Uns erstaunt positiv die Vielseitigkeit der Fauna und Flora in dieser Region. Nach ca. 30 Minuten ist man am Pirolo. Ja, ja, man könnte theoretisch auch hier weiterlaufen. Wir gucken uns das gleich mal auf der Karte an. Einer imposanten Klippe mit toller Aussicht auf die beiden Kreideschwestern im Meer. Nach einer kleinen Pause an diesem herrlichen Flecken geht es vom Paso del Lupo weiter nach oben. Besser, wir machen hier noch ein paar entspannte Bilder, bevor wir oben völlig abgekämpft ankommen. Unser nächstes Zwischenziel ist die Grotte. Am Schnaufen hört man schon, wie anstrengend die Abkürzung die Serpentinen hoch ist. Der Normalweg etwas außen herum ist deutlich leichter und flacher. So, das ist hier die Grotta del Mortarolo. Ein Blick in die Grotte lohnt, aber wie es drinnen aussieht, müsst ihr schon selbst erkunden. Auch wenn der aktuelle Abschnitt nicht ganz so anstrengend wie die Serpentinen ist, schraubt man sich doch schon ganz schön den Berg hinauf. Der schweißtreibende Aufstieg wird mit dem grandiosen Aussichtspunkt Belvedere Süd belohnt. Höher und steiler geht es kaum. Man hat eine unglaubliche Sicht den Küstenstreifen entlang. Von hier aus, nur ein paar hundert Meter weiter, kommt man zur Kirche Badio di San Pietro, um die herum es kleine Einkehrmöglichkeiten gibt.
Wir laufen nur kurz durch das Gehöft und dann weiter Richtung Gipfel, der nur noch einen Kilometer entfernt liegt. Ja, das letzte Stück zum Gipfel geht hier über die asphaltierte Militärstraße. Und bis zum Gipfel darf man nicht ganz, weil es militärische Schutzzone ist. Nachdem wir am Gipfel vorbeigewandert sind, geht es direkt auf den Aussichtspunkt Belvedere Nord zu. Der Blick in Richtung Porto Novo ist beeindruckend. Ja, ich hab's gecheckt. Ab hier geht es dann quasi nur noch bergab. Das nächste Zwischenziel ist der Aussichtspunkt Pian di Raghetti, um den es herum Felsgravuren im Kreidefelsen gibt. Durch den starken Ginsterbewuchs muss man aber ganz schön suchen. Wir haben auf jeden Fall nichts gefunden. Der Weg ist hier sehr komfortabel und führt vorbei an einem Steinbruch, an einem Infobereich für Gesteinskunde und nach weiteren Kilometern zwischendurch nochmal über einen kleinen Abschnitt auf Asphalt. Der letzte Kilometer geht dann mit erwartungsvollem Blick auf den langen Strand von Numana zu, an dem uns ein erfrischender Sprung ins Meer erwartet. Nach etwas über 3 Stunden haben wir den Parkplatz dann wieder glücklich erreicht. Das war eine wirklich schöne Wanderung, die man in dieser Region so gar nicht erwartet. Ich hoffe, euch hat unsere Wanderung gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich! Bis zur nächsten Wanderung!